Ja, servus und hallo zusammen, willkommen zurück zu Folge 3 von Crusader Kings 2 Vanilla hier. Ja, mit den Augsburgern, mit den Fuggerstädtern hier am Start. Aber wo Start? Wir haben eigentlich noch gar nicht gestartet. Die ersten zwei Folgen in dieser Playlist, in diesem Let's Play, waren ja wirklich nur eine gewisse Art Einführung in das Spiel. Ja, vielen Dank auch, dass ihr so geduldig wart. Ne, eure Kommentare waren ja da entsprechend darauf abgezielt, dass die Vorgehensweise wohl doch die richtige war, die ich da gewählt habe. Vielen Dank für diesen Zuspruch. Ja, und alle anderen, die sich bis dato gelangweilt haben, die kommen jetzt offenbar dann mit ins Spiel. So, also, wir haben soweit möglich mal alles erklärt. Jetzt geht es darum, dass wir uns um unseren Herrscher kümmern, um unseren Graf Arnold von Augsburg. Der Kollege ist 26 Jahre alt. Wir sind momentan Graf von der Provinz Augsburg. Unser Ziel ist das Herzogtum Bayern, also sprich den Titel des Herzogs zu übernehmen. Das kann auf verschiedene Arten und Weise passieren. Zum einen kann man den Titel erben, allerdings muss man da natürlich in der entsprechenden Erbfolge sein, was wir nicht sind, denn der derzeitige Herzog von Bayern hat einen Nachfolger, den Heinrich von Nordheim, sein Erstgeborener. Dieser erbt den Primärtitel Herzog von Bayern und auch die Grafschaft Regensburg. Heißt, dieser Kollege hier, der macht ein wildes Gesicht, der Siegfried von Nordheim, der würde allerdings ebenfalls den Anspruch auf den Titel bzw. auf die Titel erben. Also die Erben in Reihe 2 und ich meine auch 3, also heißt der Kuno von Nordheim. Sieht man, meine ich, hier auch, genau, wie da die Erbfolge ist, irgendwo sieht man das. Genau, der Kuno ist die Nummer 3. Ich meine, die ersten 3 in der Erbfolge erben die Titel mit einem starken Anspruch, wobei der erste den Titel dann tatsächlich bekommt. Und die weiteren Kinder erben dann einen sogenannten schwachen Anspruch. Ein starker Anspruch, der kann wiederum unter Umständen auch an die nächste Generation vererbt werden. Also das Erbrecht hier in Crusader Kings 2 ist, ja, ich möchte mal sagen, fast so kompliziert wie das Erbrecht heutzutage, aber gut, vom Prinzip her muss man da immer wahnsinnig aufpassen, denn was könnte passieren? Es könnte passieren, dass dein Reich, das du dir mühevoll mit einem Charakter aufgebaut hast, durch einen plötzlichen Tode und die anstehende Erbfolgeregelung auseinandergerissen wird. Und das Ziel muss natürlich sein, mit dem Charakter, mit dem wir spielen, beziehungsweise mit dem ihr dann spielt, wenn ihr selber spielt, ein möglichst großes Reich zur Verfügung zu haben und entsprechend auch viel Geld und Truppen. Na, das ist so die Idee. Also wir müssen aufpassen, wir würden momentan nicht viel verlieren, sondern wir haben nur einen Besitz, sprich eine Grafschaft, die würde an den Friedrich gehen, der ist 6 Jahre alt. Rechnen wir mal hoch, der ist in 10 Jahren, ist er volljährig und dann sind wir 36. Ich gehe jetzt mal von der durchschnittlichen Lebenserwartung bei uns hier von, ja, 60 Jahren aus, plus minus, ne, wenn wir nicht krank werden, wenn wir nicht durch irgendein intrigantes Vorgehensmodell unserer Konkurrenz umgebracht werden oder sonst irgendwas, dann werden wir vermutlich auch 60 plus werden. Und das sind also quasi noch 34, 35 Jahre. Gehen wir mal von 40 Jahren aus, dann ist der Kollege Friedrich bereits Mitte 40. Da ist jetzt die Überlegung, versuchen wir, dass unser Otto von Andechs vielleicht sogar unser Erbe wird. Müsste man also dafür sorgen, dass diese 3 Söhne hier irgendwie verschwinden. Das klingt jetzt brutal, aber so muss man im Endeffekt denken, um hier nicht sein Reich auseinandergerissen zu bekommen. Wir figieren ja momentan einen Anspruch auf Landeck mit unserem Kanzler. Mal angenommen, wir würden diese Provinz bekommen und unser Charakter würde dann umfallen. Dann würden aus 2 kontrollierten Besitztümern, also Domänen, würde dann der Friedrich eine erben, in dem Fall dann Augsburg, das ist der Primärtitel, und der Gebhard würde dann den zweiten erben, Landeck. Wir würden mit Gebhard weiterspielen und hätten wieder nur eine Provinz und die entsprechende Kohle bzw. die Manpower, die Soldaten aus dieser Domäne. Unser Ziel muss es sein, dass unser Erbe natürlich möglichst alles erbt. Man kann die Erbfolge so ein bisschen austricksen, indem man zum Beispiel es schafft, dass nur ein erbberechtigtes Kind am Ende übrig bleibt. Das kann man durch recht vehemente Mittel und Einsatz, wie zum Beispiel, ne, man befördert sie zum General und schlägt dann Schlacht und hofft, dass der drin irgendwie umkommt. Man kann ihnen aber auch den Gang in die geistliche Welt
zwangsverordnen, sage ich mal vorsichtig. Ne? Dadurch, dass wir hier die freie Investitur haben, könnt ihr hier sagen, der Nachfolger für unseren Abt Amalrich, das wird nicht der Udalrich, sondern das wird unser Sohn Nummer 1. Allerdings geht das erst, sofern er volljährig ist. Ne? Deswegen taucht er hier in dieser Liste nicht auf. Also das sind so ein paar Mechaniken, die man kennen muss, die man benutzen kann. Aus dem Hintergrund jetzt, dadurch, dass wir schon 4 Söhne haben, 4 erbberechtigte Söhne, wäre die Überlegung wegen der Heirat, das haben wir ja als Ambition ausgewählt, wir müssen nicht zwingend eine junge, frische, unverbrauchte, gut aussehende und möglichst noch gut ausgestattete Frau, was die Skills angeht, heiraten, sondern wir könnten auch strategisch heiraten mit dem Ziel, Titel zu erben. Beziehungsweise vielleicht sogar nochmal ein Kind zu bekommen, welches dann weitere Titel erbt. Na, dann müssen wir halt die 4 hier vorne irgendwie verfrühstücken. Ja, mal schauen. Gut. Wir könnten uns gleich mal konzentrieren auf das Herzogtum Bayern. Hier gibt es die Ethelinde von Nordheim. Die ist bereits verheiratet. Dann haben wir die ganzen Mannsbilder in der Erblinie. Nachdem wir selber nur Männer haben, können wir hier nicht heiraten. Aber wir hätten hier zum Beispiel die Mechthild von Nordheim. Die wird ebenfalls einen schwachen Anspruch vermutlich erben, oder? Ja, die wird wahrscheinlich einen schwachen Anspruch erben auf das Herzogtum. Mit ein bisschen Glück wird es vielleicht ein starker Anspruch, wenn da vorne einer ausfällt. Also, ihr versteht, was ich meine, ne? Genau, wenn da einer ausfällt. Weil dann rückt die natürlich auf in der Erbfolge und das würde dann bedeuten, dass sie einen starken Anspruch erbt, der wiederum weitervererbt werden kann an die eigenen Kinder. Also, wir könnten unseren Sohn Nummer 1 hier mit der Mechthild verloben, das geht. Also wir können quasi mit ihm ausmachen, pass auf, unsere Kinder werden irgendwann mal heiraten. Könnte man hergehen und sagen, Mechthild, pass auf, ich möchte ein Verlöbnis arrangieren. Das ist der Lehnsherr von der Mechthild und wir sind der Lehnsherr von unserem Sohn Nummer 1, von dem Friedrich. So, das würde schon mal nicht angenommen werden. Da hat er ein Problem damit. Sagt er, nö, mach ihn nicht. Er möchte lieber eine matrilineare Heirat. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Dynastie der Frau quasi weitergegeben wird an die Kinder und nicht die des Mannes. Und folglich würden alle Kinder aus dieser Verbindung nicht zum Hause Andex, sondern zum Hause von Nordheim gehören und werden raus aus der für uns spielbaren Charakterliste. Also wir würden hier quasi unseren Erstgeborenen verbrennen. Der würde rausfliegen bei uns, beziehungsweise die Kinder würden rausfliegen und wenn wir dann keinen weiteren spielberechtigten Charakter mehr haben, weil alle Leute aus unserer Dynastie tot sind, sage ich jetzt mal, aus unserer Erbfolge, dann ist das Spiel aus und wir haben verloren. Also da muss man wahnsinnig aufpassen mit dieser Erbfolge, beziehungsweise auch mit der Art der Heirat. Also matrilinear wollen wir definitiv nicht heiraten, okay, schieben wir auf die lange Bank. Wir suchen einen Partner erst einmal für uns und nicht für unsere Kinder, bloß mal so vom Prinzip her, wie man da ein bisschen vorgehen kann. Hier gibt es ein Herzogtum Nordgau. Das besteht aus 2 Provinzen, aus Eichstätt und aus Nürnberg. Es wurde gesagt, spiel doch mal mit der Reichskarte, genau so viel mal zum Thema Reiche. Da sehe ich nicht wirklich, wer mit mir befreundet und verbündet ist und mit wem ich gerade im Krieg bin und sowas. Da sehe ich immer nur die Reiche. Die Kartenansicht halte ich für ein bisschen unglücklich. Man kann mal kurz mit der Herzogskarte spielen, zumindest am Anfang. Da sehe ich zum Beispiel auch, dass die Provinz Augsburg hier eigentlich zum Herzogtum Schwaben gehört und nicht zu Bayern. Tirol ist ein eigenes Herzogtum, allerdings derzeit nicht. Das sind sogenannte de jure Herzogtümer. Jetzt wird vermutlich die Frage kommen, was heißt denn de jure? De jure bedeutet, dass ich hier dass hier etwas anerkannt ist, traditionell anerkannt ist. Das heißt, diese Provinz Augsburg wird immer zum Herzogtum Schwaben gehören, egal ob sie momentan zum Herzogtum Schwaben gehört oder nicht. Also ich habe jetzt als Herzog von Schwaben immer einen Kriegsgrund gegen den Eigner dieser Provinz, sofern diese Provinz nicht im Herzogtum Schwaben sich befindet. Ich habe da immer einen sogenannten de jure Anspruch. Das gleiche gilt auch für Königreiche. Das heißt, das Königreich Bayern beispielsweise
hat immer einen Anspruch auf die entsprechenden Grafschaften. Also das Herzogtum Bayern, das momentan ja hier Regensburg, Freising, Augsburg, Landeck, Innsbruck und so weiter umfasst, inklusive Cham und Passau, hätte immer einen Anspruch auf die Provinzen, die hier entsprechend eingefärbt sind, sofern sie nicht zum Königreich gehören und sofern das Königreich überhaupt existiert, was es momentan nicht tut, wie wir ja schon mal gesehen haben. Woran haben wir das erkannt? Das haben wir dadurch erkannt, dass der Herzog von Bayern direkt dem Kaiser untersteht. Es gibt also derzeit kein Königreich. Man kann hier de jure, kann sein, dass es falsch ist, aber de jure einfach von, vielleicht auch von Jurisdiktion oder sowas, ne, von, es war immer so, genau, das kann ich aktivieren und dann sehe ich hier, es gibt hier noch theoretisch das Königreich Bayern. Dieses Königreich hier, genau, das lässt sich auch erstellen, allerdings brauche ich da mindestens 2 Herzogstitel, ist interessant, ich brauche 200 Pietät und ich muss mindestens 51% des Gebiets kontrollieren, um dieses Königreich zu erstellen. Aber gut, ich schweife schon wieder ab, kommen wir zurück zur Kartenansicht. Also deswegen spiele ich sehr gerne auf der diplomatischen Karte, weil du hier einfach siehst, mit wem bist du verbündet, wo sind die Kriegsgründe, wo sind die Nicht-Angriffspakte und mit wem bist du gerade im Krieg. Denn wenn ich jetzt beispielsweise mit Freising im Krieg wäre, wäre diese Provinz rot dargestellt. Okay, ich habe schon wieder mich ablenken lassen, Entschuldigung, nochmal zurück hier zum Herzogtum von Nordgau. Genau, die Kollegen haben eine Tochter, das ist auch die Nachfolge, die Adelheid von Sulzbach, die ist leider auch schon verheiratet. Die haben zum Beispiel ein richtiges Problem. Genau, das ist nämlich die Dynastie von Sulzbach und momentan würde die Adelheid von Sulzbach erben. Die Adelheid ist verheiratet mit dem Gebhard von Babenberg und zwar ist die normal verheiratet, also regulär. Was bedeutet, die Kinder hier sind alle von in der Dynastie von Babenberg, was bedeutet, sofern die alle einmal wegsterben und der Kollege von Babenberg das Ganze erbt, switcht die Dynastie der Provinz und diese Provinz gehört dann nicht mehr zum Herzogtum Nordgau, sondern dann zum Herzogtum Savoyen. Sowas kann passieren, dass plötzlich die Provinzen, die bis gerade eben noch bei dir im Herzogtum waren, plötzlich in einem anderen Herzogtum sind oder Königreich, je nachdem. Also sowas, da muss man ein bisschen aufpassen. Gut, schade. Also da habe ich schon gehofft, dass wir hier vielleicht irgendwie einheiraten können. Können wir nicht. Wie sieht es im Herzogtum Schwaben aus? Da haben wir jetzt auch nur, in Anführungszeichen, Kinder. Die Adelheid von Rheinfeld, die ist auch noch nicht verlobt. Da könnten wir versuchen, vielleicht was zu organisieren. Dass wir da irgendwie reinkommen. Die ist zornig. Das ist schon mal schlecht, aber... Na gut, wir können mal versuchen, hier ein Verlöbnis zu arrangieren mit unserer Nummer 1. Okay, wollen sie nicht. Der will natürlich auch eine matrilineare Heirat. Ja, weil halt die Dame sehr weit vorne ist in der Erbfolge. Wir können sie hier mal bei der Nummer 3 probieren. Bei Agnes. Die ist 3 Jahre alt, hat bisher nur einen Punkt in Bildung. Das ist bedauerlich, aber gut, nicht unser Problem. Auch da würde es nicht funktionieren, da gibt es einfach Faktoren, die momentan zu stark sind. Na gut, dann lassen wir es, dann heiraten wir. Genau, unser Herrscher ist unverheiratet, also wen könnten wir heiraten? Das ist jetzt eine Liste an Vorschlägen, die man uns macht oder die das Spiel uns macht. Sortieren wir mal nach Alter vielleicht. Hier sieht man, dass die Person einen Anspruch hat. Die Dame hat einen Anspruch auf Schwaben, die Adelheid. Interessant. Was hat die? Die hat einen schwachen Anspruch, der sogar auf den Nachfolger übergehen kann. Mhm. Das Problem ist, die Dame ist 44, heißt, da wird nicht mehr viel kommen. Naja, selbst von der schnellsten Hüfte Süddeutschlands kommt da nicht mehr viel. Tja, das ist schlecht. Okay. Ja, wir müssen ein bisschen weiter runter gehen in der Alterslinie. Schwaben. Die Dame hat ebenfalls einen Anspruch auf Schwaben. Sehr gut. Oh, die hat aber schon jede Menge Kinder. Das ist ja abenteuerlich. Die hat schon jede Menge Kinder. Mhm. Okay, wenn wir es schaffen, die Dame zu heiraten und noch ein Kind kriegen würden mit ihr und dann dieses Kind...
unser Erbe wäre, dann würde dieser Titel natürlich auch auf das Kind übergehen. Also beziehungsweise nicht der Titel, sondern der Anspruch, besser gesagt. Oh, die war echt fleißig. Okay, der Kollege ist schon mal raus aus der Erbfolge, der Otto von Hohenstaufen. Der ist nämlich offenbar schon in Amt und Würden, wie es aussieht. Der hat schon den starken Anspruch, den hat er wahrscheinlich vom Vater geerbt. Schätzungsweise, ne? Der Graf von Schwaben. Im Alter von 34 dahingerafft. Eines natürlichen Todes mit 34, okay, das ist bitter. Das ist bitter. Okay, schauen wir vielleicht noch ein bisschen weiter da. Da waren mir jetzt zu viele Erben drin, ehrlich gesagt. Sachsen, okay, Sachsen klingt auch nicht schlecht. Die hat noch keine Kinder, die hat einen schwachen Anspruch, kann vom Nachfolger geerbt werden. Okay. Würde ich auch nehmen. Stur, das ist toll. Religiöser Eifer. Mhm. Neidisch ist nicht gut. Geduldig, das passt. Ja komm, was, wir versuchen mal hier eine Heirat zu arrangieren. Und zwar mit uns selbst. Das würde sie machen. Beziehungsweise da würde der Herzog von Sachsen zustimmen. Und wir würden als Graf 11 Prestige erhalten, in dieses Haus einzuheiraten. Genau, und 100 Prestige für die Heirat mit einem Verwandten von einem Herzog. Wir sind Graf, wir kriegen da quasi noch Prestige-Bonus. Und es entsteht ein Nicht-Angriffspakt mit dem Herzog von Sachsen. Das ist okay, das machen wir. So, dann werden wir gleich mal hier das Spiel jetzt laufen lassen. Hier oben sieht man die Zeit. Gut, wir haben geheiratet. Genau, es geht jeden an, wird jetzt gefragt. Oder, nö, wir machen nur eine kleine Party, da gibt es Prestige und hier gibt es Gold. Ja, ich bin für Gold. Gold ist gut. Okay, also wir haben geheiratet, wir haben den Segen, das passt. So. Wir haben die Ambition erfüllt, heiraten, jetzt geht es darum, Pause, genau. Also man kann hier mit Space auch zwischen Pause und Spielbetrieb umstellen. Mit den Tasten Plus und Minus kann man die Spielgeschwindigkeit verstellen. Aber ich spiele jetzt mal auf mittlere Spielgeschwindigkeit. Jetzt meldet sich der Kaiser. Was will der? Der will die Einführung des Gesetzes begrenzte Macht der Krone im Heiligen Römischen Reich beschließen. Und nachdem wir sein de jure Vasall sind, also wir sind Teil des Reiches, deswegen haben wir eine Stimme. Jetzt werden wir gefragt, was heißt das begrenzte Macht der Krone? Das bedeutet, dass der Kollege hier eine Abstimmung macht. Begrenzte Macht der Krone. Also das bedeutet, Titel können entzogen werden. Das bedeutet, dass eine Wehrpflicht quasi entsteht. Plus 20%. Momentan haben wir diesen Status. Und er möchte einfach die Macht der Krone etwas stärken. Was auch bedeutet, er kann das Reich oder die Interessen des Reiches natürlich besser vertreten. Im Angriffsfall, also auch im Verteidigungsfall, weil er einfach mehr Truppen zur Verfügung hat. Und da müssen jetzt die Burschen alle zustimmen. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite vielleicht auch weniger. Denn der nächste Schritt wäre die mittlere Macht der Krone. Und das, liebe Freunde, hat einen ganz bösen Effekt, wie man hier sieht. Vasallen können sich nicht mehr gegenseitig bekämpfen. Das heißt, ein Krieg innerhalb des Heiligen Römischen Reiches ist nicht mehr möglich. Was bedeutet, wir können uns mit Krieg nicht ausbreiten, sondern wir können nur durch geschickte Heirat und Erbfolge unser Reich vergrößern. Das ist sehr, sehr anstrengend. Das ist sehr, sehr aufwendig. Deswegen, da müssen wir vorsichtig sein, dass sich das hier nicht, dass das nicht zum Tragen kommt. Aber ich sage mal, mit dem Geringen, da hätte ich jetzt persönlich nicht einmal das Problem, aber ich stimme mal zu, ne? Einfach damit der Kaiser eine gute Meinung von uns hat. Hier sieht man dann übrigens auch, wie viele Stimmen quasi schon vergeben sind. Also hier sieht man auch, wer momentan dagegen ist, mit wie vielen Stimmen wir als kleiner, popliger Graf haben da nicht viel Einfluss. Wir haben 2 Stimmen, der Kaiser hat 18. Es reicht quasi, wenn man die Hälfte an Zustimmung hat, dann gilt das Gesetz als erlassen. Und jetzt kann man hier wahrscheinlich zuschauen, wie das Ding nach oben schnellt. Genau, also ihr seht schon, das geht jetzt richtig ab. Naja, bei 132 ist das Gesetz angenommen. Wir lassen die Zeit jetzt einfach mal laufen, weil viel können wir derzeit nicht machen. Wir haben keine Ansprüche, die wir durchsetzen können. Wir haben keine Kriegsgründe.
Aha, und jetzt verharrt das Ganze. Also es gibt hier renitente Gegner gegen das Gesetz und die muss der Kaiser jetzt versuchen, auf seine Seite zu ziehen. Und offenbar fällt ihm das nicht so leicht. So, interessanterweise haben wir hier jetzt plötzlich, wie man gesehen hat, die Möglichkeit, bis zu 3 Domänen zu kontrollieren. Ich vermute, das resultiert, Bonus für verantwortungsvolle Herrschaft, sehr lustig. Das resultiert, meine ich, auch daraus, dass wir jetzt geheiratet haben. Das macht, denke ich, was aus. Also wir könnten jetzt 3 Provinzen kontrollieren. So, die nächste Ambition sollten wir auswählen. Hier müsste man oder muss man jetzt wissen, dass man auch die Möglichkeit hat, seine Charakterattribute zu pushen. Und zwar bis zu einem Maximum von 8. Also heißt hier, Diplomatie kann ich nicht mehr pushen, weil da sind wir schon auf Stufe 9. Aber zum Beispiel Kriegskunst oder Intrige oder Bildung könnte ich hier über die Ambitionen noch steigern. Also ich sage jetzt beispielsweise, ich möchte meine Kampffertigkeit verbessern. Genau, das funktioniert, denn der Wert ist niedriger als 8. Okay. Und jetzt werden durch Zufall gewisse Events von Zeit zu Zeit getriggert, wo ich die Möglichkeit habe, diese Kriegskunst zu verbessern. Okay, die Meldung, dass die Dame unsere Frau am Hof ist, klicke ich mal weg. So, was haben wir hier? Der Kaiser hat ein Vasallenabkommen übertragen, das ist auch schön. Mhm, toll. Das sind alles so Dinge, die interessieren uns momentan herzlich wenig, weil wir sowieso keine Möglichkeit und Einfluss haben, hier überhaupt irgendwas zu machen. So, hier unten gibt es schon mal eine Rebellion, interessant. Hier sieht man das an dem Symbol hier. Kroatische Revolte. Genau. Hier das Königreich Kroatien. Hier unten. Und da gibt es eine kleine Revolte. Und hier sieht man jetzt auch diese Einfärbung. Ne? Also hier das Königreich ist grün. Und die Revolte, die momentan den Aufstand erprobt, die ist rot eingefärbt. Also so kann man ungefähr sehen, ja, wo sind denn die Gegner, die feindlichen Provinzen. Ne? Und wer spielt da alles mit? Also wenn jetzt beispielsweise Frankreich da noch sich der Rebellion angeschlossen hätte, einfach mal als hypothetisches Beispiel, dann wäre jetzt auch Frankreich rot. Ne? So kann man sich dann einen ganz guten Überblick verschaffen. Deswegen spiele ich, wie schon gesagt, sehr, sehr gerne hier auf dieser Kartenansicht. Man sieht hier oben jetzt auch, durch die Heirat mit der Dame hier aus, was ja aus Sachsen, genau hier, das Billung ist das Geschlecht, genau. Und diese Heirat hat jetzt zu einem Nicht-Angriffspakt geführt mit dem Arnold, also zwischen dem Herzog von Sachsen und uns. Deswegen sind die Provinzen hier oben jetzt auch entsprechend grau eingefärbt. Man könnte jetzt mit dem Herrn auch ein Bündnis schmieden, genauso wie mit diesem Kollege hier. Also ich sage, komm, ich schlage ihm ein Bündnis vor. Das würde er momentan nicht annehmen. Es dauert wohl noch ein bisschen. Ne? Also man kann Bündnisse auch schmieden und dann werden diese Provinzen blau dargestellt. Na gut, so, die Zeit vergeht und unser Kanzler versucht hier nach wie vor mit einem lächerlich geringen Faktor von 4,5 einen falschen Anspruch zu fingieren. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel auch schon, dass unser Marshal, also unser Marschall, ich sage immer Marshal, dass der seine Arbeit mit Bravour verrichtet. Aus ursprünglich 250 Lehnstruppen wurden inzwischen schon 331. Das Herzogtum Susa wurde erschaffen von unserem Kaiser. Welche noble Entscheidung. Das bedeutet, irgendjemand freut sich über einen weiteren Herzogstitel. Wahrscheinlich er selbst im Moment, oder? Susa? Nee, er hat es weitergegeben, okay. Das ist toll, das freut uns. Ja, es ist am Anfang sehr, sehr langatmig, sage ich mal. Das Erste, was wir jetzt machen sollten, oder das Nächste, was wir machen sollten, wir sollten unsere Domäne ausbauen. Und zwar, wir sollten Burgmauern errichten. Das kostet uns 71,7 Gold und bringt uns ein Aufgebotsboost von 2,5%, erhöhte Steuereinnahmen von 0,2 und die Festungsstärke erhöht sich um 0,5. Das Ganze dauert 500 Tage, das Ding zu bauen. Und jetzt können wir es schon machen. Da drücke ich jetzt drauf, sage jawohl, in Auftrag geben. Jetzt ist das Kind hier im Bau, wird auf der rechten Seite auch hier mit dem Hammer-Symbol angezeigt. Ja, unsere Geldbestände sind jetzt natürlich brutalst dezimiert.
Aber diese Investition wird sich definitiv lohnen, meine Damen und Herren. Definitiv. So, nochmal zurück hier zu unserem Kollegen. Wir könnten nochmal eine... Oh, die Dame ist grausam. Das ist nicht sehr schön. Wir könnten nochmal versuchen, hier eine Heirat oder ein Verlöbnis zu arrangieren. Vielleicht... Nein, hat sich immer noch nicht verändert. Schade, schade. Sehr bitter. Und die andere Schwester, die ist ehrlich. Ehrlich ist, kann gut sein, muss aber nicht. Genau, wir versuchen es nochmal. Auch nicht. Okay, die wollen unbedingt matrilinear. Na schön. Oh, der erste Krieg, Leute. Der erste Krieg, der Kaiser Heinrich IV. Hat dem König Philipp von Frankreich den Krieg erklärt. Und zwar reichsrömisch-französischer de jure Krieg über Seeland. Und Böhmen, was? Der Kollege von Böhmen hat den Titel Herzogtum Mähren erschaffen. Das ist schön. Ja, jetzt wird es interessant. So, das ist die Sicht, die politische Sicht unseres Kaisers. Also ihr seht jetzt, hier ist alles rot, komplett Frankreich. Worum geht's? Hier oben geht es um die Grafschaft Seeland, die in ihrem Ursprung zum Herzogtum Flandern gehört. Aber wir haben, also wir, das Heilige Römische Reich hat hier einen de jure Anspruch, so wie es aussieht. Das ist ja spannend. Das ist ja sehr spannend. Okay, Moment. Das Reich, die Reichskarte, de jure Reiche. Genau, da seht ihr, diese Provinz gehört laut dem de jure Recht zum Heiligen Römischen Reich. Und deswegen haben wir einen, oder also wir, also das Heilige Römische Reich, der Kaiser, einen Anspruch darauf, dass diese Provinz im Reich ist. Derzeit ist sie es nicht. Derzeit gehört diese Provinz dem Herzog von Flandern und der Herzog von Flandern untersteht dem König Philippe von Frankreich. Wenn der Heilige Römische Kaiser jetzt diesen Krieg gewinnt, wovon ich ausgehe, dann würde diese Provinz, der Kollege hier, der Graf Robrecht von Seeland, nicht mehr dem Herzog von Flandern unterstehen, sondern diese Provinz würde dann dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zugesprochen werden. Also er würde die Provinz behalten, der Graf Robrecht, aber er wäre dann Untergebener vom Kaiser. Das würde passieren. Aber wenn man sich mal das Reich anschaut, also der hat 20.000 Mann, da sieht man mal, was das ausmacht, diese Vasallen, ne? Der kriegt 17.000 Mann von den Vasallen, hat 3.000 Mann selbst und der Franzose, der hat gerade mal 9.000, also gerade mal die Hälfte. Gerade mal die Hälfte und deswegen wird hier der arme Franzose, der Froschschenkel und Baguettebrotesser von unserem Kaiser Heinrich sauber weggebügelt werden. Ja, also der hat keine Chance. Überhaupt nicht. So. Jetzt wollte ich irgendwas anderes sagen. Irgendwas ist mir gerade eingefallen. Da war es wieder dahin. Genau, da war es wieder dahin. Macht aber nichts. Na schön. Dann würde ich sagen, wir sind eigentlich schon... Mein Gott, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Ne? Die Zeit vergeht. Dann machen wir hier und heute an dieser Stelle Schluss. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bei Crusader Kings 2. Ja, in der nächsten Folge geht es weiter. Bin gespannt, wie dieser Krieg ausgeht. Und vor allem bin ich auch sehr gespannt, ob wir vielleicht wirklich mal so die ersten Bündnisse schmieden können. Und es vielleicht schaffen, hier auch mal einen Anspruch zu fingieren. Und ob wir unsere Kinder weiter verheiraten können. Ne? Mal schauen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.